Artikelnummer SCP-5000. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-5000 wird in seinem deaktivierten Zustand in einer Standardlagereinheit in Standort 22 verwahrt. Alle Dateien und Informationen, die von SCP-5000 abgerufen werden, sind auf einem sicheren Server zu speichern, wobei Sicherungskopien auf Anfrage bei der Archivierungsabteilung erhältlich sind. Beschreibung: Bei SCP-5000 handelt es sich um einen nicht funktionsfähigen mechanischen Anzug, der in seinen internen Schaltplänen als absoluter Exklusionsharnisch bezeichnet wird, der von der SCP Foundation entwickelt wurde. Obwohl man davon ausgeht, dass SCP-5000 einst eine Reihe anormaler Funktionen besaß, die dem Schutz und dem Nutzen seines Inhabers dienten, ist es momentan aufgrund von in der Vergangenheit zugezogenen Beschädigungen nur in der Lage, als Dateispeichermedium benutzt zu werden. Eine Aufzeichnung aller Dateien, die bei der Bergung auf SCP-5000 gespeichert waren, finden Sie in Archiv 5000-1. SCP-5000 tauchte am 12. April 2020 in einem Lichtblitz in der Verwahrkammer von SCP-579 in Standort 62C auf und enthielt eine Leiche, deren genetischer Fingerabdruck mit dem von Foundation-Mitarbeiter Pietro Wilson übereinstimmte. Als Todesursache konnte stumpfe Gewalteinwirkung aufgrund eines Falls aus großer Höhe bestimmt werden. Pietro Wilson ist derzeit an Explosionsstandort 6 beschäftigt, einer Anlage, welche speziell dafür gebaut wurde, Informationen nach einer Realitätsverschiebung oder einer temporalen Restrukturierung zu sichern und zu behalten. Eine Therapie mit Plastetika konnte bestätigen, dass er keine Erinnerungen an SCP-5000 oder an die in den Archiven aufgeführten Ereignissen verfügt. Archiv 5000-1. Tagebucheintrag 0001-1. Mein Name ist Pietro Wilson. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich glaube, ich bin vielleicht der Einzige, der noch übrig ist. Das Datum ist 02.01.2020. Sorry, ich habe mir gedacht, die Transkription wird sonst schwierig. Heute ist der 2. Januar 2020. Ich bin soeben von Exklusionsstandort 6 geflohen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, alle anderen sind tot. Diese Kerle, sie waren gründlich. Wenn ich es nicht zum Anzug geschafft hätte, wäre ich... Oh Gott. Tagebucheintrag 0001-2. Ich muss mich zusammenreißen, sonst wird das Ding hier überhaupt keinen Sinn ergeben. Höchstwahrscheinlich werden sie eine Art Aufzeichnung dieses ganzen Vorfalls für die Nachwelt haben wollen. Ich bin gerade auf dem Weg zur nächsten Einrichtung der Foundation, einem kleinen Unterschlupf für Agenten, die sich ihren Weg durch diesen Teil des Landes bahnen. Höchstwahrscheinlich wird niemand dort sein, aber ich sollte in der Lage sein, mit meinen Vorgesetzten in Kontakt zu treten und herauszufinden, was genau vor sich geht. Die Dinge haben vor etwa 6, vielleicht 7 Stunden begonnen. Eine Gruppe, die sich als mobiles Einsatzkommando Zeta 19, Codename nur allein, identifiziert hatte, vielleicht Infiltratoren von der Insurgency, haben den Standort betreten. Sie hatten alle korrekte IDs und alles andere schien auch in Ordnung. Sie haben dann alle in der Kantine zusammengerufen und dann begannen sie mit der Schießerei. Gott, ich kann immer noch das Blut schmecken. Wir kommen diesen schrecklichen Metallgeschmack nicht aus dem Mund. Es ist ein Wunder, dass ich nicht getroffen oder zertrampelt wurde, so wie die Leute übereinander geklettert sind, um da rauszukommen. Hätte ich es nicht zum Explosionsharnisch geschafft, wäre ich tot. Kein Zweifel. Wie ich schon sagte, sie waren gründlich. Ich bin Techniker für das Stromnetz von Explosionsstandort 6, daher verstehe ich nicht ganz, wie dieses Ding funktioniert, aber ich verstehe die Grundlagen. Dieses Wahrnehmungsfilterding bedeutet nicht, dass die Leute mich nicht sehen können, aber es bedeutet, dass sie die Tatsache, dass sie mich sehen können, nicht bewusst bemerken. Was wohl dasselbe ist, wenn man es genau nimmt. Aber diese Infiltratoren, sie haben nicht einmal etwas mitgenommen, haben es nicht einmal versucht. Ich habe zugesehen, nachdem ich in dieses Ding eingestiegen bin. Ich war zu ängstlich. Verdammt feige, um zu fliehen.
Sie haben einfach die Leichen untersucht und sind dann abgehauen. Nicht ohne eine zusätzliche Kugel pro Kopf zu hinterlassen. Sie waren nur da, um uns zu töten. Tagebucheintrag 0001-3. Nachdem ich stundenlang durch diese verdammte Wüste geirrt bin, habe ich es endlich zum Safehouse geschafft. In der Ferne kann man einige Explosionen hören. Vielleicht hat die Foundation ein MEK losgeschickt, um die Infiltratoren zu erledigen, bevor sie entkommen konnten. Ich hoffe es zumindest. Ich war noch nie glücklicher, abgefülltes Wasser zu sehen. Anscheinend versorgt der Anzug meinen Körper mit allen Nötigen, solange ich ihn trage, aber ich werde dieses Gefühl nicht los, dass ich trotzdem etwas trinken sollte. Das liegt wohl in der menschlichen Natur. Wie auch immer, sobald ich meine Beine ausgeruht habe, werde ich versuchen, dieses System online zu bringen. Ich muss mich mit der Foundation in Verbindung setzen und herausfinden, was genau vor sich geht. Tagebucheintrag 0001-4. Heilige Scheiße. Heruntergeladene Datei 0001-1. Kontext. Wir haben diese Datei an jede Regierung, jede Nachrichtenorganisation und jede anormale Behörde auf dem Planeten geschickt. Leck mich doch am Arsch. Die folgende Botschaft erfolgt im Konsens des O5-Gremiums. Für diejenigen, die sich unserer Existenz derzeit nicht bewusst sind, wir vertreten die Organisation, die unter dem Namen SCP Foundation bekannt ist. Unsere ehemalige Mission konzentrierte sich auf die Eindämmung und Untersuchung von anormalen Objekten, Entitäten und anderen verschiedenen Phänomenen. Diese Mission war für mehr als 100 Jahre der Schwerpunkt unserer Organisation. Aufgrund von Ereignissen außerhalb unserer Kontrolle hat sich dies nun geändert. Unsere neue Mission ist die Vernichtung der menschlichen Spezies. Erwarten Sie keine weiteren Nachrichten von uns. Zusammengestellte Datei 0001-1. Unmittelbar nach der Veröffentlichung ihrer weltweiten Ankündigung begann die Foundation ihren Angriff auf die Menschheit. Die Reaktion auf das Freilassen der Anomalien durch die Foundation erfolgte so schnell wie möglich, aber der Schaden war bereits angerichtet. Es ist schwer zu sagen, was genau vor sich geht, aber mit meinem Zugang zum Foundation-Netzwerk und dem Verfolgen der Nachrichten ist es mir gelungen, die Situation zumindest ein wenig zu begreifen. Ich werde alles, was ich weiß, hier festhalten, damit, wenn das alles vorbei ist, die Leute, sofern noch welche am Leben sein sollten, wissen, was uns passiert ist. Eine Auflistung der Dinge, die die Foundation mit ihren Anomalien angestellt hat. SCP-096. Bilder des Gesichts von SCP-096 wurden auf Social-Media-Plattformen verbreitet. Die Zahl der Todesopfer war bereits in den Hunderten, bevor die Bilder gelöscht werden konnten. Soweit ich weiß, ist die Sache immer noch im Gange. SCP-169. Eine Reihe von Nuklearsprengladungen wurden im und am Rücken von SCP-169 gezündet, wodurch sich das Objekt im Schlaf leicht bewegte. Die daraus resultierenden Erdbeben und Tsunamis verwüsteten eine große Anzahl von Küstenstädten auf der ganzen Welt. SCP-662. Im Laufe von 24 Stunden erscheint eine Person, deren Aussehen dem von Mr. Dietz entspricht, in der Nähe mehrerer großer Staatsoberhäupter und ermordet sie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und verschwindet ebenso schnell wieder. Ich weiß nicht, warum das nach dem ersten Tag aufgehört hat. SCP-610. Proben von SCP-610 wurden von Undercover-Agenten der Foundation in vielen Großstädten, darunter New York und Delhi, verteilt. Alle Zivilisten in dem Gebiet sowie die Agenten selbst infizieren sich schnell und erliegen SCP-610. Die weitere Ausbreitung von SCP-610 wird durch die gemeinsamen Bemühungen der globalen okkulten Koalition und der Kirche des zerbrochenen Gottes gestoppt. SCP-682 wurde freigelassen. Ich verstehe nicht, warum das alles passiert. Heruntergeladene Datei 0001-2. Kontext. Das sind Aufnahmen einer Nachrichtensendung, die ich während einer Trinkpause speichern konnte. Die Reporterin Maria Henderson steht im Inneren eines GOK-Evakuierungszeltes. Die Einblendungen weisen darauf hin, dass sie sich in den Außenbezirken von Trosa, Schweden, befindet. Hinter ihr sind Patienten zu sehen, die von Ärzten in voller Schutzausrüstung behandelt werden. Frau Henderson selbst trägt eine chirurgische Maske, die etwas nach oben gezogen wurde, damit sie in das Mikrofon sprechen kann. Was, wenn Sie mich fragen, den Zweck der Maske verfehlt. Wie bereits zuvor von der globalen okkulten Koalition bekannt gegeben, wird den Bewohnern, die noch nicht evakuiert worden sind, geraten, sich so schnell wie möglich mit allen zur Verfügung stehenden Materialien in ihren Häusern zu verbarrikadieren. Einer der Ärzte, der einen Patienten betreut, steht eilig auf und schaut zu einem Soldaten hinüber, der neben den Betten steht. Wir haben einen
Maria Henderson beginnt schnell, sich aus dem Zelt herauszubewegen, hinaus auf ein Areal, das mit ähnlichen Zelten gefüllt ist. Aus dem Zelt hinter ihr ist ein lautes Summen zu hören und es sind mehrere blinkende Lichter zu sehen. Dichter Rauch entweicht aus einer Lücke im oberen Teil des Zeltes. Alle Personen, die sich noch immer in einem gefährdeten Gebiet befinden, sollten sorgfältig auf ihr Umfeld achten. Wenn Freunde oder Familienmitglieder anfangen, einen auffälligen, minzigen Geruch abzugeben, sind sie sofort unter Quarantäne zu stellen. Die Übertragung brach an der Stelle ab. Später habe ich herausgefunden, dass das alles gleichzeitig überall mit allen Fernsehsendern und im Internet passiert war. Die Welt war in wenigen Sekunden erblindet. Tagebucheintrag 0001-5. Es ist komisch. Mit den Vorräten an diesem Ort, ganz zu schweigen, im Explosionsharnisch selbst, könnte ich wahrscheinlich jahrelang hier überleben. Aber der Gedanke, hier zu sitzen, ohne eine Ahnung zu haben, was in der Außenwelt vor sich geht, ist unerträglich. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich wissen will, was da draußen passiert. Als ich noch ein Kind war, war ich die ganze Zeit drin und konnte nicht so häufig rausgehen, aber dafür hatte ich ein großes Interesse an Detektivgeschichten entwickelt. Sherlock Holmes und so Zeugs. Ich wollte immer Dinge herausfinden. Jedenfalls hatte mein Vater diese Reihe von Pflanzenkübeln vor dem Haus stehen, die in aller Regelmäßigkeit umgeworfen wurden. Aber er konnte einfach nicht herausfinden, warum. Das passierte etwa zur absoluten Hochphase meiner detektivischen Besessenheit. Also machte ich mich an die Arbeit, es gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Ich war ziemlich dumm, also war ich nicht besonders gut darin, irgendwelche Theorien aufzustellen. Deshalb hatte ich mir diese billige Spionagekamera gekauft und die Wand, an der die Kübel standen, über die Nacht hindurch gefilmt. Es war eine streunende Katze. Mein Vater hat sie im Anschluss totgetreten, was mir schon vorher hätte klar sein müssen. Neugierde, naja, du kennst wahrscheinlich das Sprichwort. Alle Beteiligten wären besser dran gewesen, wenn ich mich um meine eigenen Angelegenheiten gekümmert hätte. Außer mein Vater, aber der war auch ein Scheißkerl. Wie man es auch macht, man macht's falsch. Aber ich möchte lieber etwas unternehmen, als nichts zu tun. Außerdem, solange ich den Explosionsharnisch habe, werden die Dinge, die mir was tun wollen, nicht mehr wissen, dass ich da bin. Ich bin ein Tourist des Weltuntergangs. Ziel, Standort 19. Die nächste richtige Foundation-Anlage. Ich werde mir die Antworten holen. Aufgezeichnete Datei 0001-1. Kontext. Begegnung mit Mitgliedern der Foundation, einige Tage nach Verlassen meines Unterschlupfs. Ich konnte seltsames Verhalten beobachten. Man sieht eine Gruppe von Soldaten der Foundation. Sie befinden sich auf einer Lichtung. Insgesamt 9, die in einer Reihe standen. Ein 10. Soldat, der Kommandant, geht vor ihnen schweigend hin und her. Die Uniformen und Abzeichen sehen aus wie die von MEK Epsilon-6, Codename Dorftrottel. Nach einigen Sekunden klatscht der Kommandant einmal in die Hände und tritt auf die Reihe zu. Er spricht zur ersten Soldatin in der Reihe. Beginne mit der Überprüfung. Natürlich! Der Kommandant nimmt ein Messer heraus und sticht es den Soldaten in die Schulter. Es gibt keine Reaktion. Lassen Sie die Wunde behandeln. Der Kommandant sticht dann jedem Soldaten in der Reihe auf die gleiche Art und Weise in die Schulter, ohne dass eines der Opfer eine Reaktion zeigt. Bis auf den 8., der merklich zusammenzuckte. Er lebt noch! Der Kommandant und alle anderen Soldaten zielen schnell auf Soldaten um 8 und töten ihn. Er fällt auf den Boden, denn der Kommandant geht dann zum 9. Soldaten und sticht dem in die Schulter. Keine sichtbare Reaktion. Alles klar, wir sind soweit. Wir rücken auf. MEK Epsilon-6 packt seine Vorräte zusammen und sie verlassen das Gebiet, wobei sie die Leiche des toten Soldaten dort lassen. Ich habe es geschafft, der Leiche Waffen und Medizin abzunehmen und sie so gut wie möglich zu begraben. Abschlussbemerkung. Keine verdammte Ahnung. Aufgezeichnete Datei 0001-2. Kontext. Eine seltsame Sendung, die ich über ein altes Radio empfangen habe. Keine Ahnung, ob das so wichtig ist, aber ich versuche hier alles für die Nachwelt festzuhalten. 7, 5. Hört ihr mich hören? In den Spalten zwischen euren Augenlidern leuchtet ein Loch. Ich war noch nie in Versailles. Ich möchte geliebt werden. 9. Ich stehe jetzt hinter dir. 5. Ich bin 2 von uns und stehe jetzt hinter dir. Die Göttin frisst die Stadt im Meer. 9. Da ist ein Loch im Boden, in dem eine Antwort wartet. 7. Schau. Du schlüpfst. Ja.
Die Nachricht wiederholt sich dann. Die Übertragung hat aufgehört, nachdem ich das Radio umgedreht und gesehen hatte, dass es irreparabel beschädigt war. Ist alles in Ordnung mit mir? Tagebucheintrag 0001-6. Als ich mir gedacht habe, dass Standort 19 ja gar nicht so weit weg ist, muss ich wohl unbewusst damit gerechnet haben, wie lange die Reise mit einem Auto dauern würde. Aber ich kann momentan nicht riskieren, mit einem Auto oder etwas Ähnlichem zu reisen. Selbst wenn man mich nicht bemerkt, das Fahrzeug würde auf jeden Fall auffallen. Es genügt, dass ein einzelner Foundation-Soldat oder eine umherwandernde Anomalie das Fahrzeug entdeckt und... Na, ich wäre so gut wie tot. Aber trotzdem ist das Marschieren durch den Wald, selbst mit dem Schutz des Anzuges, nicht die angenehmste Erfahrung. Außerdem kann ich nicht wirklich gut aus dem Weg gehen, falls mir etwas im Wald begegnen sollte. Nur weil andere mich nicht bemerken können, heißt das nicht, dass sie nicht in mich reinrennen können. Die ganze Sache gibt mir allerdings Zeit nachzudenken. Zum Beispiel, warum zum Teufel gehe ich überhaupt zu Standort 19? Was hoffe ich damit zu erreichen? Wenn ich mich von der Gefahr fernhalte und so lange wie möglich überleben wollte, wäre es dann nicht besser, mich so weit wie möglich von jedem Foundation-Personal zu entfernen, statt ins Wespennest zu springen? Antworten. Ich schätze, mehr als alles andere möchte ich antworten. Selbst wenn ich danach zu Tode getrampelt werde. Zusammengestellte Datei 0001-2. Ich habe es zu Standort 19 geschafft. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hinfällig. Die meisten Anomalien wurden schon vor einer Weile freigelassen, sodass es eigentlich ziemlich einfach war, hineinzukommen. Es war allerdings immer noch anstrengend, den Forschern aus dem Weg zu gehen, während sie ihren Geschäften nachgingen. Sie redeten immer noch wie Kollegen und diskutierten, wie sie ein Maximum an menschlichen Opfern erzielen könnten. So als ob sie das schon immer getan hätten. Aber ihre Augen? Es war, als ob ihnen etwas fehlte. Ein Funke. Wenn ich in ihre Augen geschaut habe, dann kamen sie mir nicht mehr wie Menschen vor. Vielleicht nicht einmal lebendig. Es ist schwer in Worte zu fassen, aber es verpasste mir eine Gänsehaut. Mit Hilfe einiger Ausweise, die ich in dem Führungsstab geklaut hatte, ist es mir gelungen, auf die Foundation-Datenbank zuzugreifen und damit eine grobe Abfolge der Ereignisse vor ihrer Kriegserklärung zusammenzustellen. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet, aber ich denke, es ist ein Anfang. 16. Dezember 2019. Die U5 kennzeichnet ein Projekt namens Pneuma als besonders wichtig für leitende Mitarbeiter. Offenbar war es ein Massenanästhesierungsprojekt wie Kaleidoskop. Nur, dass es sich hauptsächlich auf das kollektive menschliche Unterbewusstsein, die Psychosphäre oder wie immer man es nennen will, konzentrierte. Offenbar gab es eine Art Durchbruch bei der Kartierung dieser Psychosphäre, nur... kann ich nicht sehen, was es war, weil verdammt nochmal alles redigiert ist. Typisch. 17. Dezember 2019. Das O5-Gremium führt eine Abstimmung durch, wobei das Ergebnis einstimmig ist. Die Ethikkommission stimmt ebenfalls zu. Ich weiß allerdings nicht, worum es bei der Abstimmung ging, denn es ist alles verdammt nochmal redigiert. 19. Dezember 2019. Eine Reihe von Anweisungen, natürlich in redigierter Form, werden an alle leitenden Mitarbeiter und Standortleiter geschickt. Eine Welle von Selbstmorden und Kündigungen geht in der Foundation um, wobei Dr. Charles Gears, einer der Mitarbeiter, ist, die kündigen. 22. Dezember 2019. Eine ganze Reihe von Dateien wird an alle übrig gebliebenen leitenden Mitarbeiter und Standortleiter verschickt, mit der Anweisung, diese Materialien auch an ihre Mitarbeiter zu verteilen. Die Dateien werden von der Botschaft »Stehlt eure Herzen« begleitet. Selbstmorde und Kündigungen hören nach der Verbreitung dieser Materialien sofort auf. 25. Dezember 2019. Vollständige Kommunikationssperre in und aus Foundation-Standorten. Die Terminierung der Mehrzahl der menschlichen und den Menschen wohlgesonnenen Anomalien wird von den Mitarbeitern an jedem Standort im Laufe der nächsten Wochen durchgeführt. Die Informationen deuten darauf hin, dass ein Attentatsteam losgeschickt wurde, um Dr. Charles Gears zu erledigen, aber es wird nicht gesagt, ob sie erfolgreich waren oder nicht. 2. Januar 2020. Mobile Einsatzkommandos werden an alle Explosionsstandorte entsandt, um das gesamte Personal zu terminieren. Unmittelbar nach Abschluss dieser Einsätze erklärt die Foundation der Menschheit den Krieg. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das alles bedeutet. Hat das O5-Gremium eine Art mimetischen Kampfstoff geschickt, um alle dazu zu bewegen, sich ihnen anzuschließen? Aber das würde nicht erklären, warum die O5 die Menschheit überhaupt auslöschen wollten. Ich verstehe das einfach nicht.
Ich habe auch mehr Informationen über die Anomalien gefunden, die Foundation aktiv nutzt. Angesichts der Nachrichtenlage ist es schwierig, gesicherte Informationen außerhalb ihrer eigenen Aufzeichnungen zu erhalten und selbst diese sind immer schwer redigiert. Ich meine, es ist das Ende der Welt, wozu noch Scheiße redigieren? Wen kümmert das? Sagt mir einfach, was los ist. Scheiß drauf. Ich stelle das alles zusammen für die Nachwelt oder was auch immer. SCP-1370. Der Fernsehempfang kehrt vorübergehend zurück. Alle Kanäle sind voll mit Propagandareden von SCP-1370, die immer wieder davon sprechen, wie er die Welt übernehmen wird oder was auch immer. Das hier ist, alles andere betrachtet, gar nicht so schlimm. SCP-1048. Ich weiß nicht, wie es der Foundation überhaupt gelungen ist, das Ding zu fangen, aber die Hubschrauberaufnahmen zeigen, wie Horden von Teddybären, die von 1048 geschaffen wurden, durch die Straßen von Paris rennen. Die Aufnahmen sind nicht allzu gut, deshalb bin ich mir nicht sicher, aber es sieht so aus, als ob in der Ferne auch ein riesiger roter Teddy neben den Wolkenkratzern herumläuft. SCP-1290. SCP-1290-1 und SCP-1290-2 wurden aus ihrer ursprünglichen Position bewegt und als rudimentäres Ballistiksystem verwendet, um Geschosse auf eine sichere GOK-Anlage namens Ganzia abzufeuern, bei welcher es sich um eine Festungsstadt im Atlantik handelt, die mit dem Ziel gebaut worden war, den überlebenden Rest der Menschheit im Falle eines Weltuntergangsszenarios zu beherbergen. Es geht nicht zu 100% aus den Dateien hervor, aber es scheint, als wäre 1290 nur eine von einer, ehrlich gesagt, obszönen Anzahl an Anomalien, mit denen sie versuchen, dort einzudringen. Wenn du mich fragst, wäre es sinnvoller, einfach Raketen zu verwenden, aber mich fragt ja keiner, weil alle verrückt geworden sind. SCP-1440. SCP-1440 wird vom mobilen Einsatzkommando NU-22, Codename Rocketman, vom Flüchtlingslager zu Flüchtlingslager transportiert, wo seine anormalen Effekte rasch für Verwüstung sorgen. Merkwürdigerweise basierend darauf, wie diese Ereignisse in den Akten beschrieben werden, scheint es tatsächlich so, dass SCP-1440 keine Auswirkungen auf das ihm zugewiesene Foundation-Personal hat. SCP-1678. Die Foundation verzichtet absichtlich auf die Eindämmung von SCP-1678 und entfernt Personal aus der unmittelbaren Umgebung. Als das durch die Anomalien verursachte Chaos eine Evakuierung Londons unmöglich macht, wiesen Beamte des britischen Okkultismusdienstes MI666 die Bürger an, sich in das darunterliegende SCP-1678 zu flüchten. Sobald die Stadt ihre Kapazität erreicht hatte, zündete die Foundation die Atombombe, die sie dort zuvor deponiert hatten. Ich werde versuchen, noch etwas mehr nachzuforschen, bevor ich mich hier aus dem Staub mache. Mal sehen, was ich noch herausfinden kann. Dateien gelöscht. Tagebucheintrag 0001-7. Seit meinem letzten Eintrag sind etwa 3 Monate vergangen. Gott weiß, was ich seitdem gemacht habe. Mein Gedächtnis ist völlig leer, was die Zeit zwischen damals und heute angeht, und es sieht so aus, als wären die Dateien aus dieser Zeit ebenfalls gelöscht worden. Soweit ich weiß, sollte ich der Einzige sein, der dazu in der Lage ist, also interpretiert das, wie ihr wollt. Es scheint, als hätte ich einiges erlebt. Ich habe ein paar Narben, von denen ich nicht so recht weiß, woher sie stammen, und ich habe einen Verband um meine Schläfen gewickelt. Der Explosionszahn scheint jedoch nicht beschädigt zu sein, also weiß ich nicht, was mich verletzt haben könnte. Bin ich vielleicht an die Klippe heruntergefallen oder so etwas? Das Traurige daran ist, dass ich es mir gut vorstellen kann, dass mir genauso etwas passiert ist. Ich war immer noch nie der Klügste. Standort 19 habe ich schon lange hinter mir gelassen. Ich bin schon halb auf der anderen Seite des Landes. Ich kann ihm aber nicht sagen, warum. Es ist seltsam, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein Ziel habe, auch wenn ich mir nicht 100% sicher bin, was es ist, sondern nur wo es ist. In meiner Hand habe ich einen Aktenkoffer. Ich habe allerdings Probleme, mich zu erinnern, was genau da drin ist. Ich weiß nur, dass es nicht rund ist. Und ich muss es zu SCP-579 bringen. Dateien gelöscht. Tagebucheintrag 0001-8. Ich habe unterschätzt, wie lange es dauern würde, bis man zu SCP-579 kommt. Der Weg zu Standort 19 war lang, aber die Reise zu SCP-579 ist eine ganz andere Geschichte. Ohne die Akten wüsste ich nicht einmal, wo es ist, und keine Ahnung, wo ich die her habe. Aber das ist nicht der Punkt. Ich habe aufgehört, die Leichen zu zählen, an denen ich vorbeigelaufen bin. Sie müssten inzwischen
vermutlich im vierstelligen Bereich sein. Gott, vielleicht sogar höher. Ich hatte die Leiche eines Kindes, eines kleinen Jungen, in einem Haus gefunden, aus dem ich vor einer Weile einige Vorräte besorgt hatte. Zuerst dachte ich, er sei nur in den Kopf geschossen worden, aber als ich ihn begraben wollte, konnte ich sehen, dass sich unter seiner Haut Dinge bewegten. Kleine, blasse Würmer. Hunderte von ihnen, die sich in der Sekunde, in der ich sie berührte, hervorquollen. Sie alle hatten sein Gesicht. Sie alle lachten. Sie verschwanden dann in den Abfluss. Ich versuche seitdem nicht mehr, die Leiche zu begraben. Weiterzumachen ist viel schwieriger, als man denkt. Dateien gelöscht. Zusammengestellt Datei 0001-3. Okay, das als Teil im Aktenkoffer ist ein Geschenk des Himmels. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist, aber wenn mir wieder alles zu viel wird, muss ich ihn einfach nur öffnen und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich meilenweit von dem Ort entfernt bin, an dem ich gerade war und mich innerlich ganz warm fühle, als ob mir jemand etwas Aufmunterndes gesagt hätte. Es ist wie meine persönliche Sprungtaste für den Fall, dass die Dinge schwierig werden. Ich hab es geschafft, mit der Leiche eines Agenten, die ich halb begraben im Wald gefunden habe, vorübergehend auf die Datenbank der Foundation zuzugreifen. Wölfe hatten schon an ihr geknabbert, aber sie hatten offensichtlich nichts dagegen, dass ich den Laptop mitnehme. Sie haben mich schließlich auch nicht bemerkt. Die Foundation lässt immer noch alles los, was sie zur Verfügung hat. Ich fasse mal zusammen. SCP-2000. Die Foundation hat absichtlich den Ausbruch der Yellowstone-Caldera ausgelöst, wodurch SCP-2000 vernichtet wurde. Vorerst haben die von der MANA, gemeinnützigen Stiftung, eingesetzten Anomalien die Umweltauswirkungen in absurder Weise verlangsamt, aber es ist immer noch nur eine Frage der Zeit, bis wir alle an der Asche ersticken. SCP-2200. Irgendwie hat es die Foundation geschafft, SCP-2200-1 in großer Stückzahl herzustellen und in die Hände von Flüchtenden zu bringen. Mit all den Opfern, die von SCP-2200-1 erschlagen werden, läuft SCP-2200-3 über. Mit einem Berg von lebenden SCP-2200-4, die unter einem Berg von toten SCP-2200-4 gefangen ist. SCP-2241. Eine der wenigen menschlichen Anomalien, die nicht terminiert wurde. Es scheint, dass SCP-2241 als lebende Waffe eingesetzt wird, um die größten Flüchtlingslager zu zerstören, wodurch die Überlebenden gezwungen sind, in kleineren Gruppen zu bleiben. Es ist unklar, wie sie es dazu bringen, so loyal zu sein, aber ich bezweifle, dass sie nur nett fragen. Letzte Informationen über SCP-2241 besagen, dass es zur Unterstützung der Belagerung von Ganzia eingesetzt wird. Anscheinend haben sie damit einige Schwierigkeiten. SCP-2466. SCP-2466 wurde ständig eingesetzt, um Überlebende aus Kalifornien zu sozial störenden und physisch aggressiven Handlungen zu zwingen. Das war offenbar erfolgreich, aber nach dem 4020. Einsatz von SCP-2466 stürzte es ab und wurde unbrauchbar. Ich schätze, es waren keine Bewohner mehr da. SCP-2639. SCP-2639 wurde in die Gemeinde der Überlebenden und in Einrichtungen für Gruppen, die sich der Foundation widersetzten, geschickt, um alle Anwesenden zu töten. Anscheinend wurde ihnen gesagt, dass sie gegen Monster kämpften, die aus der Verwahrung entkommen waren und die Welt zerstören wollten. Offensichtlicherweise fanden sie heraus, dass dies nicht der Fall war, denn seit etwa dem 6. Einsatz weigern sie sich, ihren Befehlen zu folgen. Alle Achtung. Tagebucheintrag 0001-9. Es ist schön, Gesellschaft zu haben, auch wenn sie nicht wissen, dass ich da bin. Ich sitze um ein Feuer herum mit einer Gruppe von GOK-Soldaten, die versuchen einen Weg nach... Nun, ich glaube nicht, dass sie zu diesem Zeitpunkt wirklich irgendein spezifisches Ziel haben. Vielleicht wandern sie nur umher. Ich habe darüber nachgedacht, mich bemerkbar zu machen und zu versuchen, sie zu bitten, mir zu 579 zu helfen, aber ich will es nicht riskieren. Vielleicht habe ich mich auch einfach daran gewöhnt, nicht zu existieren. Ich bin wohl weniger ein Tourist als ein Geist. Dieser Anzug ist wirklich ein Wunder. Ich habe es geschafft, mit ihm auf ihre Verbindung zur GOK-Datenbank zuzugreifen, während sie Kaffee gemacht haben. Die Neuigkeiten sind aber nicht so gut. Heruntergeladene Datei 001-3. Kontext. Das ist wohl ein Befragungsprotokoll aus einer Verhöreinrichtung in Ganzia. Soweit mir bekannt ist, ist dies das erste Mal, dass ein gefangenes Mitglied der Foundation während eines Verhörs gesprochen hat. Bei der Leiterin der Befragung handelt es sich um eine Kommandantin Morrison. Ein Wissenschaftler namens Dr. Rhodes ist ebenfalls anwesend.
Der Befragte ist ein Mitglied des mobilen Einsatzkommandos Omega 2, Codename Geheimnisbewahrer, Samuel Ross. Kein Bild, nur Ton. Ich weiß nicht, ob es etwas mit der Datei zu tun hat oder nur mit der Art und Weise, wie sie überhaupt aufgenommen wurde. Wissen Sie, wo Sie sind? Ich bin in Ganz hier, richtig? Ihr habt uns geschnappt, während wir versucht haben, uns reinzuschleichen. Das ist richtig. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Ihr wollt mich verhören, nehme ich an. Herr Doktor? Bestätigt. Es ist nichts ins Subjekt eingepflanzt. Keine psychischen Kampfstoffe oder kognitiven Gefahren. Sie sind sicher und können anfangen. Okay. Keiner Ihrer Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, hat geredet. Nicht ein einziger, nicht ein Wort. Warum reden Sie jetzt mit uns? Wir haben uns schon einmal getroffen. Erinnern Sie sich dran? Wie bitte? Bei dieser gemeinsamen Operation auf Teneriffa vor einigen Jahren. Mit den Möwenprinzen? Erinnern Sie sich daran? Damals trug ich eine Gasmaske, also erkennen Sie mich wahrscheinlich nicht wieder. Aber ich habe Sie erkannt und es hat mich zum Lachen gebracht. Deshalb rede ich. Ist das der einzige Grund? Ja, das ist der einzige Grund. Als wir Sie erwischt haben, als Sie versuchten, sich mit den Flüchtlingen in die Stadt zu schleichen, fingen Sie und Ihre Kameraden an, wahllos in die Menge zu schießen. Männer, Frauen und Kinder wurden alle grundlos ermordet. Halten Sie das nicht für verrückt? Wichser. Finden Sie das lustig? Entschuldigung, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur... Ich dachte nur, es wäre ein wenig heuchlerisch. Was? Nun, ich meine, Sie verhören mich, als ob die Informationen, die Sie erhalten, Ihnen helfen würden. Aber Sie haben nicht die Zeit, wirklich etwas zu tun, so wie ich die Sache sehe. Egal, wie oft Sie Abel auf Sie schießen, Professor Crowes Europa wird diesen Ort in Kürze aufreißen. Aber Sie tun immer noch so, als ob Sie etwas dagegen tun könnten. Halten Sie das nicht für verrückt? Wenn Sie sich gerade zu Wort gemeldet haben, um Unsinn zu reden, können wir immer noch ein erweitertes Verhör versuchen. Ich will es nicht, aber ich werde es tun. Machen Sie, was Sie wollen. Wenn Sie einmal erkannt haben, dass Menschen keinen Schmerz empfinden können sollten, brauchen Sie keine Angst mehr zu haben. Was meinen Sie damit? Sie... Nein, du weißt nicht, dass ich das sage. Das tue ich sehr wohl. Oh, ich spreche nicht mit Ihnen. Das macht keinen Sinn. Sagen Sie es mir jetzt. Sind Sie sicher? Unsere Inokulationen sind in Ordnung? Ja, wir sind auf alle Kampfstoffe der Foundation vorbereitet. Gut. Unverständlich. Ich habe das nicht verstanden. Sie müssen lauter sprechen. Das Mikrofon hat nicht so viel Verstärkung. Informationen entfernt. Seht, was ihr euch angetan habt. Ich hab dir gesagt, es würde dir nicht gefallen, nicht wahr? Und deshalb hören sie ihre Stimme. Aber ihr wolltet es unbedingt wissen. Ich habe euch wirklich gemacht, nur so habe ich versucht, nett zu sein. Wir sind so nett zu euch, wisst ihr? Wir kämpfen im Licht, damit ihr im Dunkeln sterben könnt. Ekelhaft. Abschlussbemerkung. Offenbar kam es direkt im Anschluss zu einer Art Notstand in Ganzi und die Stadt wurde sowohl von innen als auch von außen zerstört. In den Akten werden nicht alle Einzelheiten erwähnt, aber man kann davon ausgehen, dass die GOK ausgeschieden ist. Dateien gelöscht. Tagebucheintrag 0001-10. Es ist schwerer geworden, weiterzumachen. Als die GOK noch da war, hatte man das Gefühl, dass die ganze Sache noch gekippt werden könnte, aber mit ihren verstreuten Überresten auf der Flucht ist es nicht schwer zu glauben, dass das alles keinen Sinn mehr hat. Nachdem sie sich um Ganze gekümmert hat, kann die Foundation sich wieder mit voller Aufmerksamkeit dem Rest der Menschheit widmen. Ich esse und trinke nicht mehr. Der Anzug kümmert sich sowieso mal das Nötige und es besteht ein zu großes Risiko, dass das, was ich zu mir nehme, mit einem der schrecklichen Viren verseucht ist, die die Foundation verbreitet hat. Ich habe inzwischen Leichen in allen möglichen Stadien gesehen. Manche laufen sogar herum. Jedes Mal, wenn ich den Aktenkoffer öffne, um zu springen, mache ich etwas weniger Fortschritt, fühle mich etwas schlechter im Anschluss. Was auch immer mir vorher geholfen hat, es ist, als wäre ich dafür gefühlskalt geworden. Damit wäre ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Warum gehe ich überhaupt zu 579? Habe ich eigentlich einen Grund?
Zusammengestellte Datei 0001-4. Die Foundation verarscht uns immer noch. Hier eine weitere Liste darüber. SCP-3078. Offenbar hat die Kirche des zerbrochenen Gottes es geschafft, das Internet in einigen Gebieten wieder zum Laufen zu bringen. Nur hat die Foundation das ziemlich schnell versaut, indem sie tausende Kopien von 3078 über so ziemlich jedes verfügbare Medium hochgeladen haben. Das Internet war schnell wieder down. SCP-3179. Das Ding wurde aus einer Verwahrung befreit, nachdem die Kirche des zerbrochenen Gottes begonnen hatte, die Welt wieder aufzubauen. Das löste eine Art Bürgerkrieg innerhalb der Kirche aus, indem es darum ging, ob das Ding jetzt Mekane ist oder nicht, was ihre Fähigkeit zu helfen stark eingeschränkt hat. Außerdem baut es so viele verdammte Terminator-Dinger, wie es nur geht. Spaßig. SCP-3199. Die Eier von SCP-3199 werden jetzt so ziemlich überall aus der Luft abgeworfen. Ich bin mir sicher, du kannst dir vorstellen, was da so abgeht. Vielleicht nehme ich später noch mehr auf. Tagebucheintrag 0001-11. Ich bin immer noch in Richtung 579 unterwegs. Vielleicht etwas langsamer als zuvor, aber kann man mir meine mangelnde Motivation wirklich vorwerfen? Ich habe in letzter Zeit einige seltsame Dinge gesehen. Seltsamer als sonst, meine ich. Das sind zunächst die Blinzler. Davon habe ich in letzter Zeit einige gesehen. Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass sie von der Foundation gemacht wurden, auch wenn ich nicht weiß, wie. Von den meisten Sachen habe ich eh keine Ahnung, also ist das hier eigentlich nur zur Kenntnisnahme. Blinzler. Sie sehen aus wie Statuen. Statuen von MEK-Soldaten in Uniform und mit leeren Augenhöhlen. Ihre Arme wurden zu Klingen geschnitzt, wie bei einer Gottesanbeterin oder so etwas. Sie sind so lange harmlos, wie man sie ansieht. Aber in der Sekunde, in der man wegschaut, können sie sich bewegen und sie sind verdammt schnell. Ich habe gesehen, wie einer eine ganze Menschenmenge niedergemäht hat, nachdem eine Rauchwolke die Sicht für eine Sekunde versperrt hatte. Und ganz ehrlich, vor denen habe ich Angst. Wenn ich sie ansehe, bleiben sie auch stehen. Selbst wenn sie also nicht wahrnehmen können, wo ich bin, werden sie daraus schließen können, dass ich da bin. Vielleicht fangen sie einfach an, alles in Sichtweite zu zerhäckseln und dann ist das mein Ende. Ich muss mein Bestes tun, um Kontakt mit ihnen komplett zu vermeiden. Das zweite, was ich gesehen habe, ist... Nun, das war noch eine ganze Ecke seltsamer. Es war am Horizont wie eine langgestreckte Person. Das ist nicht die beste Art, das zu beschreiben. Es war, als ob der Raum um es herum in die Länge gestreckt war. Und es selbst wurde dann mitgestreckt, wie bei einem schlechten Photoshop-Effekt. Der Körper reichte vom Boden bis zu den Wolken und sein Kiefer schwang im rechten Winkel. Es gab auch diese Lücken, schwarze Löcher, Lücken im Raum um seinen Körper herum, wie Flügel. Und das Ding schwebte einfach so nach vorne. Und dann waren da auch noch die Foundation-Jungs, aber die kämpften gegen es, schossen mit Gewehren und Raketen auf es. Wie verkorkst ist es, dass ich es für seltsam halte, wenn die Foundation eine Anomalie bekämpft? Vielleicht waren sie wie ich und hatten es geschafft zu entkommen, als all das losging. Ich habe darüber nachgedacht, mit ihnen zu reden und habe mich aber dagegen entschieden. Das wäre einfach zu riskant gewesen. Ich habe mich also aus dem Staub gemacht. Ich muss zu 579. Ich muss etwas tun. Irgendwas. Tagebucheintrag 0001-12. Ich habe heute ein Kind sterben sehen. Ich hätte helfen können. Habe ich aber nicht. Ich bin ein Stück Scheiße. Zusammengestellte Datei 0001-4. SCP-4290. Durch die Verwendung einer Probe von SCP-008, die durch SCP-914 verfeinert wurde, reanimiert die Foundation die Leiche von SCP-4290 und ließ sie frei. Kaijumanten von der Hand der Schlange griffen ein, aber die Akte sagt nicht eindeutig, was die Ergebnisse waren. Ich habe gehört, dass die Bibliothek sich von diesem Universum getrennt hat, aber es sieht so aus, als wären diese Typen zurückgeblieben. Idioten. SCP-4666. Die Foundation hat temporale Anomalien benutzt, damit es technisch gesehen überall und immer Weihnachten. Scheiß drauf. Das wird sowieso nie jemand hören. Aufgezeichnete Datei 0001-3. Kontext.
keine Eingabe. Man sieht durch die Eingangstür auf das Innere eines verlassenen Juweliergeschäfts. Der Nachthimmel ist durch ein zerbrochenes Fenster zu sehen. Ein junges Mädchen sitzt an einem provisorischen Feuer in der Mitte des Geschäfts. Um ihren Hals hängt ein Rubinamulett. Der Wahrnehmungsfilter wird deaktiviert. Das Mädchen springt wachsam zurück und nimmt ein rostiges Rohr als Waffe in die Hand. Wer bist du? Ich hab dich wiedererkannt. Das Amulett meine ich. Das Mädchen stöhnt, lässt das Rohr fallen. Ach, Scheiße. Sie haben dich geschickt, um mich zu töten? Na, dann wirst du wohl eine Weile hier sein. Nein, ich bin davon gekommen. Bist du auch davon gekommen? Das Mädchen lehnt sich nach vorne und kneift die Augen zusammen, um das Gesicht von Pietro zu betrachten. Gott, du siehst echt scheiße aus, Kumpel. Wann hast du denn das letzte Mal geschlafen? Der Anzug. Man muss nicht schlafen, wenn man den trägt. Du solltest aber schlafen. Dein Gesicht ist eine Katastrophe, Mann. Du würdest nicht mögen, was du siehst. Darf ich reinkommen? Das Mädchen tritt zurück und gestikuliert im Laden theatralisch mit einem Arm. Aber natürlich, es gibt genug Glasscherben für alle. Pietro taumelt herein und setzt sich auf den Boden. Das war nur ein Witz. Du hättest dir ruhig einen Stuhl schnappen können. Ist schon okay. Der Anzug ist robust. Wie du willst. Sie setzt sich gegenüber hin. Das ist ein schickes Teil, das du da hast. Wollen wir tauschen? Auf keinen Fall. Ich hab die Akte gelesen. Naja, ein Versuch war's wert. Es ist schon eine Weile her, seitdem du gelacht hast, hm? Es gab nicht viel zu lachen. Auch nicht, dass Testerboot im Fernsehen auftauchte. Okay. Das war schon irgendwie lustig. Du bist also auch davon gekommen. Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du von der Foundation bist und nicht einer der vielen Menschen, denen ich auf den Schlips getreten bin und jetzt nach Rache sind. Ist das nicht dasselbe? Jetzt hast du es kapiert. Ja, ich bin auch von der Foundation. War meine ich. Ich hatte Glück, als das hier losging. Schaffte es zum Anzug und konnte fliehen. Und du? Nun, ich gehöre zur alten Garde. Man hätte uns vor allen anderen von dem Plan erzählt, aber ich kann mich ums Verrecken nicht dran erinnern, was der war. Vermutlich wegen der zweiten Datei. Die zweite Datei? Du hast sie gesehen? Was stand drin? Boah, chill, Junge. Wir haben alle Zeit der Welt. Es war nur ein Haufen von Bildern. Eier, Bäume, religiöses Zeug. Mir selbst haben sie nichts bedeutet, aber ich schätze, sie hatten etwas Verschlüsseltes in sich. Hatten anscheinend aber nicht die Wirkung, die sie haben sollte. Wahrscheinlich wegen dem hier. Es war also ein memetischer Kampfstoff? Da bin ich mir nicht so sicher. Mir ist so ziemlich alles passiert, was einem so passieren kann. Ich weiß, wie sich ein Memetikum anfühlt. Und so fühlt es sich nicht an. Eher, als ob ich von etwas befreit wäre, als dass es mir etwas aufgezwungen werden würde. Ich verstehe. Du weißt also auch nicht wirklich, was vor sich geht. Nein. Scheiße. Das Mädchen nimmt eine kleine Flasche Bier aus ihrer Tasche und nimmt einen Schluck. Also, hast du irgendein Ziel oder läufst du jetzt einfach nur in Selbstmitleid durch die Gegend? Ich bin auf dem Weg zu 579. Okay, wenn du selbstmordgefährdet bist, gibt es einfachere Wege, um das zu erreichen, glaub mir. Weißt du, was 579 ist? Keine Ahnung. Was beunruhigend ist, denn ich bin hier eine ziemlich große Nummer. Das macht nichts. Ich muss dorthin. Warum? Ich muss einfach. Und wo willst du hin? 1437. Ich will sehen, ob ich mich nicht in ein anderes Universum verpissen kann. Ich werf das Amulett einfach rein und dann schaue ich, wo ich aufwache. Hört sich nach einem Plan an. Viel Glück. Ich würde dir auch viel Glück wünschen, aber wir beide wissen, dass du das nicht haben wirst. Es wird bald Tag. Ich gehe jetzt. Okay. Das Mädchen steht auf und geht zur Ladentür. Sie verweilt einen Moment am Eingang des Ladens. Ich hoffe, du findest wenigstens, was du suchst. Sie geht. Ich auch. Dateien gelöscht. Tagebucheintrag 0001-13. Hallo Tagebuch. Das ist schon eine Weile her, was? Im Moment blicke ich auf Standort 62C, wo SCP-579 sein soll. Soweit ich sehen kann, gibt es keine Wachen und alle Sicherheitseinrichtungen sind außer Gefecht gesetzt. Es sieht aus, als wäre der Ort schon eine Weile verlassen.
Ich hätte eigentlich den Eindruck, dass dieser Ort extrem hohe Priorität haben sollte, aber es sieht so aus, als ob die Foundation eine andere Ansicht ist. Ich habe den Aktenkoffer in meinen Händen. Es fällt mir schwer zu atmen. Ich habe das Gefühl, dass alles bald vorbei sein wird, auf die eine oder andere Weise. Ich gehe jetzt rein. Tagebucheintrag 0001-14. Hallo nochmal, Tagebuch. Ich weiß, dass ich Ihnen den letzten Eintrag so dramatisch beendet habe und das ist etwa 30 Sekunden her, aber ich habe ein wichtiges Update. In der Sekunde, in der ich in die Nähe von Standort 62C gekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass mir jemand eine Pistole an den Hinterkopf drückt. Stünde ich am Rand eines Daches und jemand hätte seine Hände an meinem Rücken, bereit mich zu schubsen. Irgend so ein Kampf- oder Fluchtreaktionsscheiß, aber auf 100 hochgedreht. Ich habe keine Ahnung, was SCP-579 ist, aber ich weiß, dass es mich anstarrt. Aufgezeichnete Datei 0001-4. Kontext. Scheiße. Man sieht einen Gang innerhalb von Standort 62C. Es können schwere Beschädigungen an den Wänden beobachtet werden, die durch sehr große Klingen entstanden sein müssen. Die Beleuchtung flackert. Scheiße. Die Lichter flackern erneut. Als sie wieder angehen, steht die Statue eines Soldaten mit Klingenarm unter ihnen. Sie besitzt leere Augenhöhlen und das Gesicht ist eingefroren in einer knurrenden Grimasse. Abschlussbemerkung. Hab mich gehört. Sie sind hier. Tagebucheintrag 0001-15. Ich lag richtig. Selbst wenn sie mich nicht wahrnehmen können, haben sie sich zusammengereimt, dass ich da bin. Zerschlitzen alles, was ihnen vor die Nase kommt. Sie haben jetzt meine Beine erwischt. Ja, tut alles schwer, aber ich muss weiter. Sie verfolgen mich nicht, aber wir bewegen uns in die gleiche Richtung. Ich muss zuerst dort ankommen. Ich muss sie weiter beobachten. Tagebucheintrag 0001-16. Ich hab's geschafft. Tagebucheintrag 0001-17. Das ist nicht fair. Ich hab's doch geschafft, das ist nicht fair. Sie stecken auf der anderen Seite der Tür fest. Ich kann hören, wie sie drauf einschlagen, aber die Tür ist verstärkt, sie wird für eine Weile halten. Mindestens für ein paar Minuten. Ich bin in einem Beobachtungsraum voller Messgeräte für SCP-579. Die Verwahrkammer ist direkt unter mir. Ich kann sie gerade so sehen, wenn ich meine Augen zusammenkneife. Da ist ein Loch. Ein Loch im Boden, das genau da hinunterführt. Ich weiß, wo 579 ist, selbst wenn die Messgeräte nicht hier wären. Ich kann es spüren. Man kann vermutlich nicht in seiner Nähe sein und es nicht spüren. Für eine Sekunde dachte ich, dass ich einfach den Aktenkoffer durch das Loch fallen lassen könnte, aber das wäre auch zu einfach, was? Nachdem ich durch die halbe Welt gelaufen bin, habe ich wohl noch nicht das Recht verdient, dass es etwas einfach ist. Wenn ich mir das Loch anschaue, würde der Aktenkoffer nicht einfach in die Nähe von 579 kommen. Der einzige Weg, wie ich es berühren kann, wäre, wenn ich in das Loch springe und den Koffer auf meinem Weg nach unten werfe, aber bei dieser Höhe den Aktenkoffer zu werfen wäre wohl das Letzte, was ich tue. Natürlich. Es hat mein ganzes Leben gebraucht, bis ich realisiert habe, dass ich nicht die Art von Person bin, die einen guten Detektiv abgeben würde. Ich bin bloß ein Mordopfer. Ich sterbe für die Geschichte von jemand anderem. Und die menschliche Spezies kommt mit mir. Ich weiß, wer es war und wie sie es gemacht haben, aber das war ja offensichtlich. Jeder weiß das. Diese Informationen wurden mir auf dem Silbertablett präsentiert. Was ich nicht weiß, ist, warum. Am Ende ist es mir nicht gelungen, auch nur eine Sache herauszufinden. Warum passiert das alles? Warum tötet die Foundation alle? Warum passiert das? Warum haben sie diese Dateien geschickt? Warum passiert das? Warum ist ganz ihr gefallen? Warum passiert das? Warum schleppe ich diesen Aktenkoffer durch die Welt?
Warum passiert das? Warum bin ich hier? Warum mache ich das? Warum werde ich sterben? Gibt es einen Grund? Wenn jemand das hier hört, dann bitte, bitte findet das heraus. Erklärt es mir irgendjemand, egal wer. Ich raff's nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Sie kommen gleich rein. Einen Schritt nach vorne. Seine Hände zittern, während er das Dokument hält. Das ist bestätigt? Sie nickt. Wir haben den Bericht von Pneumer gestern erhalten. Es betrifft jeden. Sogar uns? Sogar uns, Herr Hani. Wer hätte je gedacht, dass ich dieser verdammten Echse zustimmen würde? Was sollen wir tun? Du weißt, was wir tun müssen. Wir müssen, denke ich, zunächst ein Heilmittel unter den Mitarbeitern verteilen, bevor wir beginnen. Es wird sonst versuchen, uns aufzuhalten. Möge Gott uns helfen, Heinz. Stell dich nicht so an, Tehani. Du klingst wie es. Tagebucheintrag 0001-18. Oh. So ist es also. Lebenszeichen verloren. Du sagtest doch überfallen, oder? Das könnte eines der letzten Male sein, dass das passiert. Ja, richtig. Ach, sag das nicht. Für dich muss es schlimmer sein. Das sagen alle, wenn sie etwas herausgefunden haben, das ihnen nicht gefällt. Herrgott, nochmal. Sowas lässt sich nicht in ein paar Stunden aus der Welt schaffen. Kannst du mal kurz still sein? Natürlich kann ich das nicht. Nein, noch nicht. Das Gefühl, überfallen zu werden. Wieso nicht? Ich habe das Gefühl. Sag's nicht. Sprich nicht einmal darüber. Wir hätten es in Ruhe lassen sollen. Ich denke immer wieder darüber nach und finde, es wäre besser, alles einfach zu beenden. Nicht mit dem, was wir gefunden haben. Wie lange werden sie brauchen? Aber so ist es nicht. Alles, was ich bin. Du weißt, was sie sagen werden. Ich bin es. Es ist vorbei. Es wird Zeit brauchen. Du bist bakteriophob, oder? Hast du eine Antwort bekommen? Wir hätten nicht nachsehen sollen. Du auch? Ich bezweifle, dass jemand noch über etwas anderes reden wird. Ich fühle mich krank.